Ich hatte aufgrund einiger Erfahrungen die Überzeugung gewonnen, Jörg Haider hat eine nur bescheidene, nur eine relative Handschlagsqualität. Er hat nicht aufgehört, mit nationalsozialistischem Gedankengut um sich zu werfen. Er hat nicht aufgehört, die SS und die Kriegsgeneration in den Himmel zu heben. Er hat nicht aufgehört, von der gelungenen Beschäftigungspolitik des Dritten Reiches zu sprechen.